Vielleicht ist ja da was Spannendes dran. Das ist eine Truhe. Starke Waffe, please. Zeitbomben ist gut. Aber das ist kein Krog. Okay. Enttäuschend. Irgendwie enttäuschend. Irgendwie enttäuschend. Na, wer dachte jetzt, dass ich das hier vom Boden aufknallen würde? Hm? Das ist ein Schein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da ein Schrein ist. So hoch bin ich zum ersten Mal. Die Luft hier ist ja richtig eiskalt. Mir macht es nichts aus, aber was ist mit dir, Link? Schütze dich, sonst erfrierst du. Abkleidung. Oi, oi, oi. Katana umschreien. Du mich auch. Krieg ich dein Katana? Ich möchte, dass mein Glitch wieder funktioniert. Hallo? Rauros Segen. Pass auf, ich muss hier nichts machen. Schön mit der Energiesphäre, aber Waffen wären mir lieber. Das ist ja easy Schrein, wow. Mann, war das schwer. Mein Kopf raucht schon. O Besucher dieses Bannschreins, der das uralte Böse versiegelt. So gelobt dafür es bisher geschafft haben. Ja, ich weiß, es war ultra schwierig. Wie findet ihr es? Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesen Ort ruht. Wir haben den Schrein nach deinem Können angepasst. Ich auch nicht, war echt überfordert. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Kann mir das Segenslicht auch bitte eine Waffe schenken? So Stärke 25 bis 30er Bereich? Muss nur für den Bosskampf halten. Mehr brauche ich nicht. Nein? Okay. Versuch ist es wert. Vielleicht funktioniert es ja noch nicht mit diesen Bögen, sondern nur mit diesen. So. Auf dem Boden. Doppelplus. Auf dem Boden. So, aufsammeln und immer noch drei. Bin jetzt mal Megaschau vielleicht. Hilft es ja, wenn ich den Spielstand neu lade.
Jetzt weiß ich, was du mit Autosave meintest. Jetzt weiß ich, was du mit Autosaves meintest. Damit funktioniert es. Warum funktioniert es nicht mit Bomben? Muss ich das machen, bevor es sich anzündet? Hey, ich bin verwirrt. Bei dem Bomben scheint es nicht mehr zu gehen. Ja, unbewusst. Hat extra Version nicht drauf gespielt. Hey. So, nochmal. Selbst bei den Steinen funktioniert. Warum funktioniert es nicht bei den Bomben? I'm confused, Center. Du I'm confused. Jetzt habe ich ein Bombenproblem. Oh boy. Erster Boss, ich glaube, hier kommen wir. Vielleicht hätte ich vorher 5 Minuten Pause machen sollen. Die schießen mich doch bestimmt jetzt alle hier ab. Katzen-Emote, Smile-Emote, yay! Emote-Time, meow! Passend für Werbung. Falls ihr auch diesen Katzen-Emotes nutzen möchtet. Einfach Mitglied Nummer 1 abschließen für 99 Cent im Monat und schon könnt ihr auch die Katzen-Emotes nutzen. Miau. Oh boy. Ich hätte im Himmelsreich bleiben sollen. Nee, bleib hier. Oh, Phoenix. Nee. Einmal speichern, bitte. Ich weiß nicht, ob Speicher in der Luft wirklich von Vorteil ist. Muss ich da lang? Ich weiß ja nicht. Ich denke mal, ich muss da lang. Ich gehe mal davon aus, dass hier keine Crocs sind. Was wollen die auch so hoch in der Luft, ne? Das heißt, man sie auch im Himmelsreich. Hui. Wusch. Oh, wusch. Ach, da muss ich lang. Okay. Wusch.
Ich schaff das schon so. Wäre gelacht, wenn nicht. Siehst du, Vertrauen in links setzen. Oh boy, hallo? Zelda? Speichervorgang? Okay, ich hab... Ach, gut. Autosaves sind gut, aber manueller Speicherspielstand ist auch gut. Ja gut, eine Stunde haben wir voll. Ich würde mal sagen, wir machen eine kurze 5-Minuten Pause. Machen uns seelisch schon mal drauf gefasst, was gleich auf uns zukommen wird. Und dann sehen wir uns um 21:01 wieder. Bis gleich.
So. In der Sekunde Heizung anmachen. So. Habt ihr euch schon alle sehnlich auf den Boss vorbereitet? Ich nicht. So. Hui. Oh Gott, das sieht nicht einladend aus. Warum muss ich da in den Strudel? Oh, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Das wird a little bit bisschen knapp, du. Hui. Auf in den Sturm. Oh, schön blau. Der Wind. Oh, das ist der Windtempel. Die legendäre Himmelsarche. Okay, doch noch nicht der Boss. Oh, flup. Wintertempel, Erdgeschoss. Hebraberge, Himmel. Das war es also, was wir von außen in der Riesenwolke sehen konnten. Die Himmelsarche aus dem Kinderlied. Hm? Zelda. Was? Was sehe ich? Das ist der Beweislink. Der Schneesturm unter dem Dorf, der so zu leiden hat, kommt von dort. Ach so, was war... War dort nicht vor einem Augenblick noch eine Gestalt zu sehen? Komisch, gerade hatte ich doch genau da jemanden gesehen. Ich hätte schwören können. Multischleim. Immer spannendes hier. Warte mal kurz, kann ich? So. Ich schaue mich mal kurz hier um, bevor ich das hier aktiviere. Das bewegt sich nicht. Hier ist jemand eingefroren. So, Holz und Feuerstein brauche ich da schon mal. Feuerstein, oh, guck mal, praktisch. Ablegen. Zeilenbomben möchte ich gerne nicht. So. Okay, das bringt nichts. Das hier vielleicht? Auch nicht. Kann ich jetzt vielleicht damit anzünden? Gehen wir schon mal sicher, jetzt aber mal hier nach oben. Oh, Bogen. Bogenpfeil. Ja. Starker Konstrukt. Why not? Nicht du. Du. Ach, da hinten ist auch schon wieder so ein Dude.
Hier kann ich Sachen bewegen. Da ist ein Laserpointer. Sind die Wächter hier? Ja, irgendwie müsste ich die Wächter. Als ob es die nie gegeben hätte. Oh. Und weg mit dir. So schön mit den Augen. Ich glaube, die Augen kann ich noch farmen. Das ist kein Problem. Eiszapfen. Okay, hallo. Was ist hier so Schönes drin? Holzkisten. Sag mal, dass da Pfeile drin sind. Warte, zuerst verbinden. Also Phoenix, falls du es noch nicht wusstest, man kann die auch verbinden und dann zusammenfallen lassen. Holzpfeile, ja. Ja auch. Na, aber hier kann ich wieder Sachen fabrizieren. Eine Truhe. Au, das hat sicher weh. Nochmal eine Kriegerlanze. Okay, was könnten wir wegwerfen? Nicht mein Wischmob. Komm, wenn ich Stachelkeule weg. Alles, nur nicht mein Wischmob. Okay. Oh, da hinten ist noch so ein Dude. Warte, ich hab doch bestimmt noch ein Holzpfeil, oder? Holzschild. Komm. Schieß auf mein Schild. Komm, schieß weiter. Auch ein paar Pfeile. So kann man sich auch Pfeile farmen. Zwei. Jetzt wirft er daneben. Okay. Und weg mit dir. Was haben wir denn hier so Schönes? Nichts, okay. Ich glaube, das hier können wir noch verbinden. Da liegen auch noch Holzpfeile. Der vom Winde verweht wird. Mal verbinden. Und dann einmal hoch mit euch in die Lüfte. So, jetzt kann ich aktivieren gehen. Ah, wir müssen das andere erstmal alles zum Laufen bringen. Okay. Ah, aussichtslos. Die will nicht aufgehen, aber ich wette, dass die Ursache für den Sturm dahinter verborgen ist. Ob es nicht irgendeinen Weg gibt, das Ding zu öffnen? Da, hörst du? Schon wieder dieses Geräusch. Geliebter Nachfahre. Die vor dir liegende Luke
ist mit 5 weiteren Schlössern fest versiegelt. Nutze deine Mächte, um alle 5 zu öffnen, und der Eintritt sei dir gewährt. Ah, okay. Ich weise dir den Weg. Diesmal habe ich es aber ganz genau gehört. Die Stimme ruft mich, ganz klar. Was immer auch das Dorf mit Stimmen Pi sagt, liegt unter dieser Luke. Und wenn die Stimme recht hat, öffnet die Luke sich, wenn wir die 5 übrigen Schlösser aufbekommen. Ich vertraue der Stimme, wir sind schon so nah am Ziel. Komm, Link, wäre doch gelacht, wenn wir die Schlösser nicht aufkriegen. Er scheint direkt hier zu sein. Aber da leuchtet es am meisten. Ach nein, ich glaube, das ist nur das Ziel, dass wir das aktivieren sollen. Einer ist scheinbar hier. Und wie kriegen wir das hier auf? Da kann ich Sachen machen. Aber warte mal kurz. Ich glaube, ich sehe schon. Doch nicht. Ah, ich muss da runter, okay. Geht's dir gut? Die Sache ist nur, wie komme ich da runter? Da ist ein Eingang. Aha. Ah, da kommen wir rein. Okay. Wintertempel, Untergeschoss 0U1. Okay. Ich höre auch immer Stimmen in meinem Kopf. Rufen die auch immer nach dir? Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Oh, der Feuerpfeiler. Feuerfrüchte. Das können wir ja schon aus dem Shrine-Level. Oh Gott. Ja. Weiß nicht. Kann ich vielleicht eventuell noch da drunter? Ja, kann ich noch. So. Was haben wir denn hier? Ein Rodonit. Davon habe ich ja nicht mittlerweile genug. Das war überhaupt nicht knapp. Da geht's lang. Und hier haben wir eine Kiste. Keine Ahnung, wie ich da rankomme. Das ist wahrscheinlich von außen wieder. Andererseits, vielleicht bin ich... Warte mal. I have an idea. Das möchte ich mal kurz ausprobieren.
Aua. Schon wieder den Kopf angestoßen. Doch nichts so Spannendes hier. Dann gehen wir erstmal den Weg hier lang. Reisekochtopf und eine Zeppbombe. Kommst du? Hier ist es mir dann doch lieber, dass ich es so mache. Philipp? Hallöchen? Da waren oben ja auch noch welche. Das ist ein Rodonit einfach mal so auf dem Boden. Oh, gut gemacht, junger Padawan. So, was haben wir denn hier? Das kann ich irgendwie aufheben. Was muss ich denn damit machen? Oder das kann ich einfach nur so aufheben. Ich sehe schon kommen. Ich werde hier niemals rausfinden. Ui, hallo? Oh, das ist eine Truhe. Alpha Elite Klinge 14. Nein, mein Mischmob möchte ich behalten. Da kann ich nichts machen. Ich kann das aber auch nicht so drehen. Mal gucken, was da oben so los ist.
Hallo? Jetzt bin ich wieder hier. Hat sich hier total gelohnt. Aber von außen mangelt, glaube ich, hier noch irgendwo Schalter. Wenn ich mich recht erinnere. Oder doch nicht? Aber ich habe eine andere Idee. Diese Fähigkeit wird mir noch so übers Kopfschmerzen bereiten. So, haben wir hier oben irgendwas, was uns weiterhelfen könnte. Hallo? Kann ich damit irgendwas machen? Ob ich da durch das Loch komme? Ich denke mal, das ist ja nicht umsonst da. Hui. Hui. Nee, ich komme nicht in das Loch rein. Schade aber auch. Hui. Was haben wir hier denn so Schönes? Geronimo. Wee. Xenolink. Ist das eins der Schlösser? Sieht fast aus wie ein Windrädchen. Okay, dann. Komm mal her. Und dann aktiviere das mal so. Hey Link, damit kriegen wir eins der Schlösser auf. Lass uns schnell auch die anderen vier finden. Oh, das ist synchronisiert. Aber was Neues, dass so ein Text synchronisiert ist. Hey Link, lass bitte los. Dass du überall hochklettern musst. Lass mich raten. Natürlich, nö. Ich nutze diese Fähigkeit, um wieder nach oben zu kommen. Hallo? Darf ich so nicht nach oben? Ich sehe nichts mehr. Darf ich so nicht nach oben? Das finde ich ein bisschen bei dem. Ich kletter mal hier hoch. Kletter mal hier hoch. Ne. Ach, das ist doch die Tour, die wir gesehen haben. Hui. Oh, das war knapp. Einmal hätte mich der Laser gesehen. Hui. Hui. Nein. Hui. Hui. So. Was haben wir denn hier?
schon wieder so... Jetzt kriege ich die starken Waffen hier. Jetzt kriegt man die ganz starken Waffen. Oh Gott. Hatte. Ist das überhaupt funktioniert hat, ist ein Wunder. Wo? Hast du besiegt? Gut gemacht, Kollege. Gut gemacht. Karte. Durch Drücken von X kannst du zur Umgebungskarte wechseln. Okay, eins ist noch auf dieser Ebene. Das da unten ist hier. Und das. Ah, okay. Jetzt irgendwie dahin kommen. Da ist ein Gegner. Ah, da ist ein Schalter. Aua. Ist auch nochmal ein... Kein Schalter. Kann ich das vielleicht abmachen? Ich kann es nicht abmachen. Hallo? Aua. Au. Boah, der macht Schaden, du. Oh, hör auf so, Schaden zu machen. Ja, mach da echt Schaden, du. Ich glaube, die Falle werden wir noch benötigen. Ein paar Leben wäre mir besser gewesen, aber okay. Halbes Herz. Okay. Es ist mein ganzes Bild weg. Sonst war das für nichts zu gebrauchen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hi. Wie geht's? Ich schau mal hier vorbei. Lass dich nicht stören.